Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This Land is My Land. So Leute, in der heutigen Folge werden wir uns mal dem mysteriösen Fragezeichen hier oben widmen. Und dazu habe ich mich schon mal ausgerüstet. Des Weiteren habe ich meine Lager befohlen, Stun-Pfeile zu craften bei Aufträge. Cloudon hatte die sowieso schon immer, weil ich den Auftrag hatte. Alle anderen fangen jetzt an, Stun-Pfeile zu machen. Also wirklich jedes Camp macht jetzt Stun-Pfeile, denke ich. Oder sind zumindest auf dem Weg und sammeln Steine. Ja, er sammelt einfach alles. Ihr dürft natürlich auch alles sammeln, liebe Indianer-Freunde. Ich muss mal aufpassen, hier unten ist wieder der Gold-Typi, die Goldtruppe unterwegs. Die werden wieder lauter Sachen angreifen, aber wenn ich das richtig sehe, gehen sie diesmal nach... Ah, doch nicht. Die werden unten lang gehen wieder, hier lang und wieder Action machen. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal an, was das Fragezeichen zu sagen hat. Und danach... wo ist eigentlich mein Pferd? Und danach kümmern wir uns um die Goldtruppe da unten. Und dann in der nächsten Folge quasi, habe ich schon mal angeteasert jetzt, widmen wir uns mal einem kleinen Experiment. Dafür brauche ich die Stun-Pfeile. Ich brauche so viele wie möglich. Und dann gucken wir mal. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt gucken wir erstmal, was das mysteriöse Fragezeichen da oben wieder ist. Das müsste wieder eine spezielle Truppe sein, die es jetzt gilt zu besiegen. Die letzte war sehr, sehr stark. Wir haben auch noch so eine Truppe auf der Karte. Ach, hier ist es schon auch. Oh, das sind andere Indianer? What? Ich kämpfe doch jetzt nicht gegen Indianer gegen Indianer. Was soll das denn? Weil hier unten ist so ein Bataillon. Die sind richtig stark. Aber was sind jetzt. Warum sind das jetzt Indianer? Sind die freundlich? Oh. Anscheinend nicht. Hä, ich sehe die gar nicht. Wo sind die denn? Hinten. Aua! Das sind abtrünnige Leute. Oha, guck mal, ich habe einen Pfeil in der Brust. Okay, glatter Durchschuss. Oh, aber so direkt neben der Wirbelsäule, das sieht nicht gesund aus. Aber fast mein Nippel getroffen. Oha, das sind abtrünnige, glaube ich. Indianer gegen Indianer? Wer macht denn sowas? Ja gut, die werde ich dann mal eben... Ich weiß gar nicht, ob das schlechten Ruf gibt, wenn ich die umpuste. Oh, der kommt hier hoch. So, den war schon mal betäubt. Wir müssen ja ein bisschen an unseren Ruf denken. Hä, aber da sind doch Fragezeichen. What the fuck? Oh, ich bin tot. Aber wieso haben die Fragezeichen? Okay, ich sollte mal versuchen, ob ich schaffe, mich anzuschleichen und die zu verhören. Weil mich irritiert das gerade. Mach mal Musik aus. Mich irritiert das gerade, dass die... Jetzt steht mein Pferd noch da oben. Okay, dann gehen wir mal hier zum Feuer. Mich irritiert das gerade, dass die Fragezeichen haben. Das würde bedeuten, die würden sich vielleicht mehr anschließen. Aber wenn sie aggressiv auf mich sind, wie sollen sie sich dann mir anschließen? Das ist jetzt, oh, die haben mich schon entdeckt. Na, klasse. Okay, wir könnten da rumgehen. Guck mal, die bleiben auch da stehen. Ist das nur noch einer? Hä? Achso, die anderen sind den Berg hochgegangen, wo meine Leiche liegt. Okay, folgendermaßen. Ich folge dem Was? Vor allem, die siehst du auch gar nicht auf der Map. Pass mal auf, wir gehen jetzt mal hier hoch, wenn das geht. Scheiße, geht nicht. Okay, wir machen mal Feind aufsperren. Vielen Dank fürs Followen. Denora, so rum. Geh, zack. Jetzt gucken wir mal, ob wir die markieren können. Ich will die mal irgendwie versuchen, im Nahkampf zu überwältigen. Weil wenn die ein Fragezeichen haben, dann muss das was zu bedeuten haben. Aber aktuell bin ich noch zu weit weg. Scheiße. Aber ich sehe die auch nicht.
Hallo Liz, guten Morgen. Komm auch gerade von der Jagd. Meine Beute waren Brötchen. Sehr gut. Ah, die sind wahrscheinlich wieder dahinter gegangen. Okay. Die sollen mich halt nicht entdecken. So, wenn ich jetzt hier bin und nochmal nach Gegnern Ausschau halte. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht auch nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie weit weg die sind. 52 Meter, das dürfte nicht funktionieren. Aber wo sind die? Die sind weg. Da oben. Hä? Vor allem sehen die mich auch durch Büsche. Warum schießen die jetzt schon auf mich? Ach da, jetzt sehe ich sie. Oben auf dem Berg auch. Ey, die schießen mich durch den Busch ab. Was ist denn mit euch? Ich meine, die haben nur Pfeil und Bogen, aber... Ich habe Pfeil im Finger. Ich komme ja nicht mal dazu, die zu... Habe ich denn eigentlich noch? Habe ich denn eigentlich noch Punkte? 9000 Fähigkeiten, dass ich die weiter 17.900. Ah, warte mal, Social. Wir haben noch meistens 15.000. Oh, da muss ich jetzt aber aufpassen. Wir wollten nämlich mal bei Kriegsbemalung gucken. So viel Zeit muss sein. Wow, aktuell ist keine Kriegsbemalung verfügbar im Shop. Ach so, nur in meinem Lager. Ja, warte mal. Ab zum Lager. Hier ist doch mein Lager. Irgendwo hier bei meinem Pferd. Da kann ich das machen. Sira, herzlich willkommen. Grüße, moin. Hier, so. Oh, wieso wurden die denn schon wieder getötet? Ich müsste aber noch nah genug am Feuer sein. So. Pause. Oh, ist der jetzt schon hier unten angekommen? Ey, so eine Drecksau, echt. Der nervt mich richtig hart mit seiner Goldtruppe. Immer dieselbe Scheiße. So, jetzt brauchen wir mal kurz hier Kriegsbemalung. Laden, so. 15%, achso, irgendjemand von euch hatte gesagt, ich soll mal gucken bei der Rot-Schwarzen, was die denn so Tolles kann. Pistolengenauigkeit, Nahkampfschaden, Ausdauer, Wundheilung, Schaden. Verstehe ich nicht, was du mir damit sagen willst. Weil mir ist ja wichtig, diese Krieger versammeln sich, damit ich viele Indianer rankrieg. So, ich wollte jetzt aber mal kurz gucken bei Laden, ob wir jetzt hier noch ein cooles haben. 20% Wundheilung, das ist nicht schlecht. Ja, Gewehrgenauigkeit. Oh, Gewicht ist natürlich auch immer ganz geil. Und Wundheilung, okay, das ist nicht schlecht hier. Aber dieses eine kommt nicht nochmal mit dem 200% Krieger versammeln sich, schade. 6 Gesundheit pro Sekunde. Das ist auch nice. Das plus Gewicht, das wäre natürlich ein Träumchen. Oh, hier plus 13 Gewicht. Minus 100% Tierreaktionschance. Was auch immer das sein soll. Ja, okay, ich brauche erstmal keine Kriegsbemalung, keine neue. Das heißt, wir nehmen uns die 15.000. Warte mal, 17.000 brauche ich. Das heißt ja, wenn ich mir 10.000 nehme, reicht das. Dann habe ich immer noch was hier auf Kante. Und könnte mir zur Not noch Kriegsbemalung kaufen. Ja, das passt doch. So, das bedeutet, wir gehen zur Fähigkeit und sagen hier, bis zu 57 Meter kann ich die jetzt aufdecken. Das heißt, wir gehen jetzt wieder sneaky hier rüber. Boah, wieso ist er denn jetzt hier schon? Wo ist denn hier einer? Die sieht man aber auch so scheiße. Ist aber nicht einfach, du. G
gehen mal in die Hocke. Guck mal, da, die haben nämlich Fragezeichen. Das ist nicht ohne Grund. Ah, hier sind sie. Guck mal. So, wenn ich jetzt... Jetzt kriegen die doch Dreiecke über der Rübe, oder? Immer noch nicht? Geht das mit denen nicht? Werden die nicht so richtig als Feinde angesehen, oder was? Ach, rechts steht auch noch einer da hinten. Rechts hinten. Die werden nicht so richtig als Feinde angesehen, habe ich das Gefühl. Jetzt muss ich aber trotzdem echt mal die Goldtypis im Auge behalten. Ob ich eine komplette große Truppe dahinter schicke... Krieger. Die Frage ist, wie viele davon überleben dann. Und die sind noch nicht nah genug dran, glaube ich. Ja, aber machen wir trotzdem mal. Die gehen ja jetzt wieder weiter nach da oben, glaube ich. Oh, was machen die denn jetzt hier, Alter? Zieht euch zurück. Oh, die lassen sich jetzt erschießen freiwillig. Da kriege ich schon wieder die Krise. Diese NPCs sind auf jeden Fall ziemlich dämlich. Das muss man einfach so sagen. Ja, okay, er geht jetzt wenigstens zurück. Dann ziehen... Oh, was ist denn mit ihm jetzt? Zieh dich zurück. Hallo Vicky, willkommen im Stream. Da kriegst du Krise bei sowas. So, jetzt ist nachts. Guck mal, die zielen schon hierher. Das ist doch gar nicht... Das ist doch gar nicht möglich, die schlafen zu legen, oder? Und der da hinten ist jetzt auch weg. Also ich könnte versuchen, die nach und nach... Okay, den haben wir getroffen. Wo ist der andere? Da. Ist er umgefallen? So, einer muss hier noch sein. Zwei. Okay, wo ist der hier? Warte, ich sehe den nicht. Ich bin blind heute, glaube ich. Okay, der ist da oben. Hat er mich schon wieder getötet? Alter, wie sollst du die denn... Das triggert mich jetzt, die im Nahkampf zu kriegen. Also wenn der da oben stehen bleibt, dann ist der da oben schon mal eine leichte Beute. Den könnten wir schon mal sneaky uns holen. Und wenn ich jetzt noch 10-mal sterbe, ist mir egal. Aber... Oh, das zieht mir mal 500 Punkte ab. Okay, da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Und auf den Goldtypi sowieso. Der dürfte jetzt aber vielleicht schon nah genug dran sein... Wenn ich jetzt sage, angreifen, die da, ja, es funktioniert, alle. Ja, so viele Pferde werde ich nicht haben, aber gut, dann geht halt zu Fuß, das ist nicht schlimm. Alle ausrüsten. Guck mal, die haben jetzt alle Knarren, ja. Die machen jetzt alle 101 Schaden, das werden die doch wohl schaffen, oder? Senden. So, jetzt heißt, die rennen jetzt alle los. 30 Leute und ballern die da nieder. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viele Leute wirklich dann wieder zurückkommen. Hallo Silvan, Grüße, willkommen im Stream. So, und hier holen wir uns jetzt mal noch ein bisschen, was mit Heilung zu tun hat. Und zwar Tee. What is mit Tee? So, jetzt aber, Leute. Es ist ja, die sind nicht einfach da oben. Die sind nicht einfach, die Jungs. Die Indianer-Jungs. Aber ich will das auch wieder zu perfekt machen. Das ist echt schwierig. Vielleicht ist es auch total sinnlos, dass ich das jetzt so versuche, weil ich gar nicht weiß, warum die Fragezeichen über der Rübe haben, weil eigentlich haben immer nur friedliche Indianer Fragezeichen über dem Kopf. Aber wir werden es herausfinden. Hier oben war ja der eine. Da ist noch einer. Was? Wie weit seid ihr denn verstreut, Alter? Ah, da steht er. Okay, ich muss Nahkampf rankommen ohne... Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Wieso das denn? Gut ist, wenn er die ganze Zeit mit Ausweichen beschäftigt ist. Dann kann er nicht auf mich... Oh, der ist aber hartnäckig. So, den muss ich jetzt runterkriegen auf 30% Leben. Oh, seine Kumpels kommen. Scheiße. Ah, das schaffe ich nicht. Ich bin
schon tot. Wow. Der hat mir einfach nichts zu sagen. Okay, der hat aber auch kein, muss man ja sagen, der hat auch kein Dings über dem Kopf. Der hatte auch kein Fragezeichen über dem Kopf. Das war quasi nur ein Speer. Das haben eigentlich nur zwei Fragezeichen über dem Kopf. Das heißt, die anderen könnte ich eigentlich wegmachen. Ja moin, Kaffee am Start und gespannt zuschauen. Mach sie fertig. Hallo Karpat. Was geht? Ich würde dich fast beneiden, aber ich bin kein Kaffeetrinker. So, okay. Erstmal Energie holen. Wir haben dann zwar keine Ausdauer, aber... So, wo ist denn jetzt der Dude? Den, wo habe ich denn jetzt flachgelegt hier? Scheiße, jetzt muss ich auch noch finden. Da. Oh, Digga, hörst du mal auf mich anzuschießen? Ich will ihn kurz einräuchern hier. Weißt du was? Ich puste den jetzt um. Was ist er denn? Ich sehe den gar nicht im Dunkeln. Wo zum Teufel? Oh nee, der hat ein Fragezeichen. Aber der da hat kein Fragezeichen. Ich bin schon wieder tot. Schanola haben die auch schon wieder zerstört. Boah, die sind aber auch heftig, die Indianer. Jetzt muss ich mir erstmal wieder heilen hier. Was hat der denn da eigentlich für ein Pulver gehabt? 100... Alter! Easy going, also das ist ja richtig nice. Guck mal. Hä? Warte mal, da steht doch... 150 Gesundheit in einer Sekunde. 70 Max Gesundheit für... Das gibt mir doch nicht 100... Okay, das sind nur 150. Wie viel Energie habe ich denn? So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Jetzt sind die schon da. Wo sind denn meine Krieger, die angreifen sollen? Kann mir das mal jemand verraten? Da. Und warum ziehen die nicht los? Da, 29 Krieger. Ey, das gibt's doch nicht hier. Ja, wer nicht im Menü bin, sich heimlich anschleichen, du Drecksau. Die triggern mich richtig, Leute. Aber ich brauch die. Ich sehe die bloß im Dunkeln nicht. Warum sehen die mich so gut? Die sind auf jeden Fall fortschrittlichere Indianer als ich. Scheiße. Chat. Was machen wir denn da? Ich will die eigentlich wegputzen. Mich auch nicht mal ranschleichen bei denen, weil die einen sofort sehen. Hä? Oh, da ist einer mit Fragezeichen. Nein, er hat mich getroffen. So, mal gucken. Ich muss die halt irgendwie betäubt kriegen. Das ist das Problem, was ich habe. So, hier war noch einer, oder? Ist das nur... Das sind halt zwei, Alter. Und ich sehe ihn doch da. Der weicht halt immer aus. Ich sehe ihn nicht. Solange die anderen sich nicht einmischen, geht das alles. Ja, jetzt hängt das schön fest. Bug using ist da. Aber der hat, glaube ich, auch kein Fragezeichen über dem Kopf. Er hat nichts zu sagen. Bam. Aber immerhin kann ich dann sagen, ich habe die perfekt lautlos gekillt. Oh, hier oben ist noch einer. Ist das nur der eine? Ja, okay, der ist, glaube ich, alleine hier oben. Boah, der ist auch stark. Über 700 Leben. Das ist krass. Das Gute ist, dass die so feststecken, wenn ich die angreife.
So, den haben wir auch. Okay, der hat auch nichts zu sagen. Was ist denn mit denen? Oh, die haben Heavy Arrows. Oh, da steht noch einer, oder? Oh, den könnte ich jetzt aber... Okay, der ist richtig buggy, glaube ich. Hä, ich glaube, die sind gerade... Die sind gerade festgebackt. Sind das die beiden letzten? Das Ding ist, ich will die ja nicht töten. Ah, das sind die beiden letzten. Das müssten aber dann welche mit Fragezeichen sein. So, ich will ihn nicht töten, ich will ihn aber auch nicht einschüchtern. Und ihn kann ich gerade nicht... da ist noch einer. Da ist noch einer. Hä, warum wird mir jetzt hier noch ein 30er angezeigt? Ah ne, das ist er aber. Ah, da unten ist noch einer. Und das ist der Benommene hier. Okay, also den einen da unten noch, glaube ich. Aber der hat kein Fragezeichen über dem Kopf, glaube ich, denke ich. Ich sollte mich mal heilen. Oh, oh. Auf zu ducken. So, bevor die anderen aufwachen. So. Sieht gut aus. Einmal noch. Er hat auch nichts zu sagen. Guck mal, jetzt haben die auch keine Fragezeichen mehr über dem Kopf. Also doch einfach umnieten. Aber der Wille war da. So, er ist immer noch der Verwirrte. So, und die müssten ja wieder aufwachen. Deswegen kann ich noch plündern, oder? Aber den hier, guck mal, den zum Beispiel, den kann ich nicht mal looten. Den kann ich weder töten noch irgendwas. Vielleicht ist das der Häuptling. Ja, komm, hier, wach mal wieder auf. Ich muss halt jetzt kurz warten, bis der wieder aufwacht. Aber ich glaube, das war der letzte. Da unten sehe ich keine weiteren. Wenn der aufwacht, dann greifen wir uns den. Frage ist, wann er aufwacht. Ja, aber er macht schon Anzeichen. Könnte den auch mal nehmen und mal eine bessere Stelle legen. Dass ich mir den von hinten gleich greifen kann. Komplizierte kleine Indianerchens. So, wie gesagt, ich muss aber gucken. Die müssen erst aufwachen. Aber die haben auch kein Fragezeichen mehr. Das vorhin nur ein Anzeigefehler war. Ich habe das Spiel mittlerweile nochmal neu gestartet für die an YouTube. Aber ich warte jetzt, dass der quasi wieder aufsteht. Also er schläft da noch komplett tief und fest. Aber ihn kann ich, wie gesagt, auch nichts anderes machen hier. Ist er tot? Hab ich ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ob das so schlau ist, das jetzt so zu machen, weiß ich auch nicht. Mal kurz ein Gräutchen rauchen. Oh, oh! Oh, was macht er denn jetzt? Lol, das buggt voll. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann nichts drücken. Was zum Teufel? Ich war wahrscheinlich high von meinen Kräutern. Ich habe zu lange Kräuter geraucht. Holy shit, aber das Gute ist, es ist nur noch einer da. Da brauche ich jetzt nur drauf zurennen und den bisschen Doggy nehmen. So, ich muss nur aufpassen, weil, ja, genau das da oben. Die kämpfen jetzt da fleißig. Krieger von Clowntown getötet. Jetzt töten die der anderen Krieger von mir.
17 leben noch. Das kann doch nicht sein, dass 5 Leute 17 Krieger töten, oder? Der Typ war ja auch ausgeschlafen. Definitiv. So, was war das jetzt hier für eine Truppe? Eine Patrouille. Deswegen. So. Ja, okay, Leute. Jetzt holen wir uns den letzten. Den reite ich über den Haufen einfach. Müsste der letzte der Gang sein. Bin zurück, Bitch. Wo ist er denn? Hä? Das ist da vorne und hinten jetzt richtig verbuggt. War gut für mich. Der hat einfach auch nichts zu sagen. Lecko mio. Wow. Abtrünnige Wunden. Wow, jetzt haben wir die abtrünnigen Indianer haben wir jetzt besiegt. Jetzt müsste das Zeichen hier weg sein. Hier oben, ja. Hey, warte mal, wo waren wir? Clown Town, doch hier. Okay, jetzt sind hier neue. Kommen hier immer neue? So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo ist denn jetzt hier der Goldtypi? Da werden wir jetzt mal hinreisen. Müssen wir nochmal zum Lagerfeuer. Und denen mal kurz helfen. Kann ja nicht sein. Sie reden nicht ohne ihren Anwalt. Ich glaube auch. So. Einmal reisen, bitte. Ich glaube eher dahin. Und in diesem Sinne, Leute, machen wir mit der YouTube-Folge erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.